Moin und willkommen zu Survivors of the Dawn, einem weiteren Autobattler oder Hordenspiel, was ich euch gerne zeigen würde. Und zwar habe ich hier schon mal einen weiteren Charakter freigeschaltet. Und ich glaube auch den zweiten Level, aber wir gehen einfach nochmal in den ersten Level rein. Und wir nehmen, wie nehmen wir denn da? Wir nehmen einfach mal ihn, das ist der Standardcharakter, den man eben von Anfang an hat. Und wir gehen einfach nochmal ins Inferno. So sieht das Ganze aus. Man hat verschiedene Wege, die man laufen kann. Und überall gibt es eben einen Punkt, wo sich dann eben eine Map auftut und man ins übliche Horden-Auto-Battler-Survival-Game, was auch immer, reingeht. Ich gehe jetzt einfach mal dorthin. Und da sind wir. Aktuell habe ich eingestellt, dass es die Ziele selber sucht. Das kann man auch mit der Steuerungstaste mal nicht abändern. Und dann schießt man halt dahin, wo man mit dem Cursor hin zeigt. Und wir nehmen uns mal ein paar Kartenspinnen mit. Es gibt ein paar Objectives hier drin. Die kann man machen, muss man aber nicht. Geben einem natürlich schon so ein bisschen Vorteile, ne? Kamikaze spinnen. Wir erhöhen ja einmal die Stärke. Dann ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. So, Werbung bedeutet, ich kann man gleich kostenlos ziehen. Dafür muss ich aber eben Zeit lang ein bisschen aufhalten. Geht ab, Rennen ist auch gut. Cooldown ist die Fähigkeit. Diese gelben Teile, die ich da zerschossen habe, die bringen Geld. Also hier Credits. Credits kann man auch Sachen kaufen. Zum Beispiel hier kann man sich einen Perk kaufen. Zufälligen. Ah ne, so zufällig ist ja gar nicht. Das ganze Level ist zeitbeschränkt, man sitzt oben links, etwa 2 Minuten. Obwohl, es geht insgesamt 2 Minuten, nicht noch 2 Minuten. Und dann geht's weiter. Bei Unbekannt sind vor allem so Signalstationen. Modifikationen auswählen. Genau. Aber die Gegner machen jetzt mehr Schaden.
keine Gegner, die sich schneller bewegen, auch nicht, wenn wir nicht aushalten. Auch ein Perk. Kostet mich dann 20% meiner aktuellen Lebenspunkte. Was man aber eigentlich gut machen kann, weil man relativ schnell wieder hochheilt.
Die Zeit war schon um. Regeneration.
den Zocken noch anwenden, ne? Spinnen machen schon mal 3,1 Millionen. Oh, der Granatwerfer 3,9 Millionen mittlerweile. Dabei werde ich den die ganze Zeit gar nicht auf. Oder selten. Geld. Geld macht bei uns ja Schaden.
Granaten. Da oben kommt der letzte Boss gleich. Ich denke, ob da vorher noch einer kommt.
zu einfach. Lebenspunkte, die ich jetzt verloren habe. Das ist schlimm. Zum Boss. Die letzten 6 Minuten. Wenig Gegner.
krass. Und bei der Waffe kommen jetzt irgendwie super damit. Eskalation. Das war nicht, was ich noch brauche mit der Erfahrung, oder? Egal. Ich gab nochmal eine Errungenschaft dafür. Ja, das war's. Der Granatwerfer. So, wo ist denn das? Auch ein bisschen lächerlich. So 4 Stab, also 4% Chance, die Abklingzeit von Waffen zurückzusetzen für jeden Treffer am Gegner. 5 Sekunden Abklingzeit. Prozent Angriffsschaden pro 250 getötete Feinde. Ja, Wahnsinn. Ist halt immer stärker geworden. Schnell immer stärker geworden. Es gab ja noch sowas. Das finde ich jetzt aber gar nicht. Was ist mit dem Geld? Angriffsschaden für Geld. Naja, egal. So, Upgrades. Wir haben 9000 Bounty bekommen. Dafür können wir etwas kaufen. Wir können zum Beispiel von vornherein die Sammelreichweite schon mal etwas erhöhen. Und vielleicht auch die Erfahrungspunkte. So, und dann machen wir das gleiche nochmal. Gehen aber jetzt ins Wasteland. Oder machen wir Fahrt. Wasteland. Ist ja auch von vornherein schon
schwieriger. Gar nicht gewohnt, dass nichts passiert. Ja komm, nehmen wir doch noch mal den ab. Das hat doch eben so schön funktioniert. Die weitere Messer. Mehr Feinde. Der Gedanke dabei ist jetzt mehr Feinde, mehr Erfahrungspunkte. Thank you.
die mal kommen. Mehr ran. Wir haben noch Spiel dazu. Lasersäbel. Schaden bekommen.
Schon wieder der Granatwerfer.
vergangenen. Zehn weitere Messer. Spätestens wenn die Granaten kommen, sind sie über. Ich habe nur ein paar Granaten, die wieder beschießen. Sieht man schippen, aber plötzlich können die auch wieder nichts.
Ding. Kein Mensch braucht eine Waffenkammer. Drei Level noch. Rasieren weiterhin einfach durch. Auf den Endboss gespannt. Im Moment gibt es jedenfalls nichts Gefährliches. Alles wegradiert.
aktuell brauche ich halt überhaupt kein Geld. Ich will so 148.000 haben. Mehr Granaten. Jetzt eskaliert das absolut gar nicht mehr. Also so, Endgegner.
Taktisch coole Gegner, aber keine Bedrohung. Ja, wunderbar. Haben wir das Level auch geschafft. Wir haben ein paar Sachen freigeschaltet. Und können wieder ein paar Sachen upgraden. Ich bin ja ein Freund davon, Erfahrungspunkte aufzuwerten. Damit es beim nächsten Mal schneller geht.
wie müssen wir den? Achso, Inferno Hard. Okay. Wir können ja nochmal. Können wir? Ja, eine Stunde 18 haben wir schon. Der ist freigeschaltet. Der ist auch für mich neu. Aber dennoch auch das erst beim nächsten Mal. Ja, das war Survivors of the Dawn. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Allgemein auch von diesen Auto-Battler-Horden-Games, ob ihr mehr davon sehen wollt. Wenn ja, lasst mir auch gerne ein Like da. Und natürlich sind auch Abos gerne gesehen. Und ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.